Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch ganz gerne ein Haul machen mit all den Büchern und Materialien, die ich jetzt im Juni und im Juli bekommen, geschenkt bekommen, gekauft habe, die ich irgendwie mir angesammelt habe. Ja, ich habe jetzt einen Riesenstapel hier vor mir auf dem Boden. Also, nee, also nicht, also ich bin hier am Schreibtisch, aber ich habe alles auf dem Boden hingestapelt, weil es so viel ist. Und ich bin ganz erstaunt und erschrocken, dass es doch so viel geworden ist. Aber als kleine Entschuldigung und als, ja, als kleine Entschuldigung oder als Ausrede, ich hatte im Juni meinen Geburtstag und habe tatsächlich ein paar Geschenke bekommen. Und tatsächlich habe ich mir auch ein bisschen was gegönnt, weil ich mir über fast ein Jahr nichts gekauft habe im Bereich Kolorieren und Journaling. Ich habe mir wirklich kaum was gekauft, deswegen habe ich diesmal gedacht, ich würde mir ganz gerne ein paar Bücher besorgen auch und ein bisschen, ein paar Sachen, ja, materialmäßiges. Und habe gedacht, ja, komm, gönn es dir einmal, sonst gönnst du dir auch nie was, jetzt kannst du es mal machen. Und deswegen habe ich es gemacht und damit dieses Video nicht ewig lange dauert und wird, fangen wir gleich an. Und ich war bei Action. Und Action gehe ich unglaublich gerne, weil das alles natürlich kleine Preise sind. Und ich habe mir diese Stickerbücher besorgt. Da sind ganz viele Zahlen, Bilder und fürs Journaling super praktisch. Kleine Wörter benutze ich unglaublich gerne. Ich habe mehrere davon und ich benutze sie so gut wie immer. Und habe die jetzt entdeckt und dachte, ja, dann nehme ich sie mit. Die sind alle sehr ähnlich von der Aufmachung her und von den Designs und von den Bildern, aber mit unterschiedlichen Farben. Und da ich Buchstaben sehr, sehr viel benutze und auch Zahlen und die Wochentage und solche kleinen Stickers für meinen Fibonacci, habe ich sie mir jetzt in diesen vier Variationen dann mitgenommen. Jo. Und da freue ich mich drauf. Ich freue mich immer, wenn ich diese kleinen Bücher bei Action auftauchen. Dann schaue ich, dass ich mir ein, zwei mitnehme. Und diesmal waren es vier. Ich habe mir dann auch diese Kreiden gefunden, diese Silky Crayons gefunden. Die sind richtig genial. Es gibt die Shimmer, die Rainbow und die Pastell Sets. Die sind toll. Also das sind so fast so wie Wachsmalstifte, die man aufdrehen kann, damit sie so rauskommen. Und die haben tatsächlich so einen leichten schimmerigen schimmerigen Effekt. Pailletteneffekt, so. Und die sind toll. Zum Kolorieren werde ich sie mal ausprobieren, aber insbesondere für mein Journal. Ich habe jetzt mein Fibonacci gerade rausgeholt, weil ich dachte, vielleicht kann man eventuell mit etwas Glück drauf schreiben. Und schaut, ich habe das noch hier mal ausprobiert. Oh, das ist toll. Die Textur ist wundervoll. Und habe das dann hier raufgepackt und ich finde das super. Als Hintergrund, Farbe finde ich das ganz klasse. Habe das hier auch tatsächlich hier auch ausprobiert. Das sind auch Farben, die ich sonst nie benutzen würde. Das ist ja hier Neonfarben. Und das ist super. Man kann super drauf schreiben. Da freue ich mich drauf. Man sieht, dass es ein bisschen abfährt, ein bisschen dunkler wird. Das finde ich jetzt aber überhaupt nicht dramatisch. Hauptsache, ich kann drauf schreiben. Das war mir wichtig. Und die Konsistenz von diesen Stiften ist genial. Also ich hatte das hier mal kurz für die Franzosen mal gezeigt. Drauf geschrieben. Also ihr seht, mein Stift war noch nicht so ganz aktiv, deswegen sieht es ein bisschen komisch aus. Aber es ist super weich, aber wirklich weich. Es ist wie Butter. Es ist wirklich wie Butter. Und das kann man dann so ja, auf der Seite dann drauf machen. Und ich mache das so, dass ich dann mit dem Finger nochmal drauf reibe, damit dieser ganze wachsige, wie sagt man, dieses ganze wachsige so sich verteilt und nicht so, ja, nicht so fettig ist so. Und dann, wenn ich das dann gut verteilt habe, dann kann ich tatsächlich dann drauf schreiben. Das ist total toll. Ich hoffe, dass mein Stift jetzt auch schreibt, ja. Und dann kann ich auch wirklich, ja, jetzt ist mein Stift auch aktiv. Und dann kann ich auch tatsächlich schreiben. Das ist richtig genial. Jetzt sieht das noch relativ hell aus und irgendwann wird es ein bisschen dunkler. Mit der Zeit verdunkelt sich das ein bisschen. Aber das finde ich überhaupt nicht dramatisch und die Farben sind toll. Also ich freue mich total auf diese Stifte. Sollen ja angeblich so ähnlich sein wie die. Ach, die sind auch wasservermalbar. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Eigentlich reicht mir das auch so. So ein bisschen so ähnlich wie die Gelatos, genau.
die ich eigentlich, ich habe nur drei Stück und habe die bis jetzt noch nie benutzt, aber vielleicht werde ich das jetzt auch mal etwas öfters mal benutzen. Und die sind ja auf jeden Fall viel preisgünstiger. Dann habe ich zwei Malbücher vom Top Verlag, von diesem Colorful World. Was ist das? Kollektion mir besorgt. Ich wollte mir das schon eine ganze Weile besorgen. Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich das irgendwann mal in eine Buchhandlung finde. Ich wollte das so gerne nicht online kaufen, sondern in einer Buchhandlung finden. Habe ich aber leider überhaupt nicht. Habe gedacht, jetzt hatte ich das ganz günstig bei Medimops gefunden. Habe gedacht, dass anstatt 9,99 habe ich die für 4 Euro bekommen, die beiden Bücher. Oder 3,50 und 4 Euro oder so. Die sind ja von Ursula Schwab illustriert. Und die sind toll. Es ist sehr Rita Beermann ähnlich, finde ich, so ihre Illustrationen. Und was ich toll finde, ist, gerade dieses Jahresbuch, was ich ja wirklich sehr, sehr gerne wollte, hat keine Zahlen. Das heißt, egal in welchem Jahr man damit anfängt, man kann es jederzeit benutzen. Also es ist nicht jetzt an einem Jahr jetzt gebunden, sondern das kann man ja wirklich jederzeit dann anfangen. Das finde ich richtig genial. Und die Bilder sind wirklich, wirklich süß. Ja, falls ihr eine komplette Vorstellung von dem Buch haben wollt, sagt mir Bescheid, dann mache ich das ganz gerne. Ich mache das jetzt einmal ganz schnell, weil ich wirklich ein paar Sachen zu zeigen habe. Aber guck mal, wie süß diese kleine Feder ist. Total süß. Und ja, die Bilder gefallen mir sehr gut. Teilweise sehr detailliert, manchmal ein bisschen weniger. Ja, sehr Rita Beermann ähnlich, finde ich. Und doch irgendwie ihr eigener Stil gefällt mir super. Freue ich mich total drauf. Und dann habe ich auch Gartenglück, Ausmalen und Entspannen mir besorgt. Da freue ich mich auch drauf, wobei ich das mit dem Einband echt blöd finde, muss ich echt sagen. Es ist ja hier so, dass das ja nicht so geklebt ist. Das ist ja auch normal. Aber ich habe das vorhin schon einmal aufgenommen für die Franzosen oder die Frankophonen. Und es ist mir schon abgegangen. Die Hälfte ist mir schon abgegangen. Und es ist ja nur geklebt anstatt gebunden. Und das finde ich richtig blöd, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt machen werde, damit ich dann auch Spaß habe, dran zu kolorieren und dass ich nicht irgendwie alle Seiten verliere. Ja, also wenn der Top-Verlag das gerne ändern würde, wäre es viel besser. Und ich glaube, die Koloristen würde es deutlich besser gefallen und würden das Buch eher dann besorgen. Die Bilder sind auch total süß, einseitig. Auf der anderen Seite ist immer ein Zitat oder auch manchmal gar nichts hinten. Und die Illustrationen sind auch ganz süß und zauberhaft. Und ja, finde ich total süß. Da sind 60 Illustrationen dabei. Und natürlich ist es klasse, dass es hier total flach ist, ne? Dadurch, dass es hier nicht zusammengeklebt ist. Aber wenn man alles verliert, dann ist das echt blöd. ja, also wenn das ein anderer Einband wäre, wäre das um einiges praktischer und auch schöner. Und ich wäre mir ziemlich sicher, dass dann mehr Koloristen sich diese Bücher auch besorgen würden. Ja, aber ich freue mich trotzdem auf das Buch. Ich möchte auf jeden Fall sehr bald damit anfangen. Entweder hier oder in dem kleinen Jahreskalender auf jeden Fall. Und im Jahreskalender denke ich, dass ich das ganz gerne so machen möchte, dass ich das in dem Stil machen möchte, dass ich das einfach koloriere und dann auf der anderen Seite höchstwahrscheinlich dann dekoriere, so dass es von der Farbe her passt. So wie ich das hier gemacht habe, falls ihr eine Vorstellung von diesen Büchern haben möchte, wie ich daran gegangen bin. Da gehe ich ein bisschen anders ran wie die normalen Malbücher. Sagt mir gerne Bescheid, dann zeige ich euch das gerne. Das dazu. Dann habe ich auch bei Action auch wieder solche Paper Collection Books oder wie nennt man das? Ja, Sammlung oder Books. Ja, doch, Books würde ich das jetzt nennen. Besorgt drei Stück.
Das mache ich, nehme ich mir ganz gerne ab und zu mit. Jetzt nicht jedes Mal, aber ab und zu. Diesmal habe ich das wirklich durch die Farben genommen. Es ist ja immer blöd, dass man in die nicht reingucken kann. Ich habe das immer hier von unten. War mir nicht bewusst, dass das jetzt nur ja, Geburtstage ist, aber das macht jetzt nicht, ist jetzt nicht so dramatisch. Ich habe es eigentlich wegen den Farben genommen. Das Papier benutze ich ganz gerne fürs Journaling und eigentlich alles, was da drin ist, benutze ich fürs Journaling. Und da, wo immer Geburtstag, also Birthday oder Happy Birthday steht, da kann ich ja immer noch was darüber kleben, falls es mir zu viel wird. Sonst gefallen mir die Motive ganz gut. Da sind ja auch Text dabei und Karten und Sticker und die benutze ich sehr gerne für mein Journaling. Also könnt ihr gerne meine Fibonacci Videos anschauen. Ich werde jetzt auf jeden Fall alle 2 Tage ein deutsches hochladen und alle 2 Tage ein französisches, so dass ja, ihr Deutschen jetzt oder ihr Deutschsprachigen auf jeden Fall jetzt auch ja, immer wieder ein neues Video von mir bekommt und ihr mir dann auch folgen könnt. Und tatsächlich sind in diesen jetzt auch mittlerweile auch Seiten zum Kolorieren dabei. Das finde ich auch neu und auch ganz nett. Eigentlich sind teilweise sind die auch ganz nett, die da drin sind. Also das, was jetzt Geburtstag. Dann habe ich hier über den Sommer und das Meer. Ach, und Poster sind vorne auch immer. Dann das Papier. So, jetzt ganz grob hier ein paar Karten, dann kleinere Kärtchen, Tags, dann hier Sticker und dann hier auch noch mal schöne Bilder und auch wieder Seiten zum Kolorieren. Jo, das ist ganz schön. Also ich finde, der gefällt mir, glaube ich, am meisten von den drei. Und dann habe ich mir den genommen. Davon dem bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Mir war das nicht bewusst, dass das so viel mit Feiern, also dass da so viel Alkohol dabei ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das verwenden werde. Das sind sehr oft solche Sektgläser oder Champagner oder was weiß ich. Ich kenne mich da gar nicht aus. Ich trinke überhaupt keinen Alkohol und wüsste gar nicht, wo ich das dann mit einfüge. Und hat auch ganz viel mit Feiern zu tun. Ja, ich weiß nicht, irgendwie spricht mich das jetzt nicht so doll an. Also ich weiß, ich werde auf jeden Fall einiges trotzdem benutzen können. Aber vom Thema her, glaube ich, ist es der, der mir am allerwenigsten gefällt. Trotzdem hat es schöne Sachen dabei und es hat auch hier schöne Bilder zum Kolorieren und auch schöne, also zum Teil auch wirklich schöne Sachen, ne? Es ist nur irgendwie das mit dem ganzen Alkohol, das hat mich. Das kommt immer wieder auf und das hat mich ein bisschen gestört. Aber gut, das sind jetzt nur ein paar Bilder. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, wie ich das jetzt meine. Das zu diesen drei Paper Collection Books. Dann habe ich zu meinem Geburtstag ein tolles, ein ganz liebes Geschenk von Ellie bekommen, von Puni Puni Stuff. Sie hat mir ein paar Diamond Paintings Bilder geschickt, damit ich das mal ausprobieren kann. Und die Bilder sind echt wirklich total süß. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft. Aber das werde ich auf jeden Fall. Und die sind wirklich hübsch. Ja, das werde ich auf jeden Fall. Vielen Dank. Und dann habe ich auch noch zusätzlich ein Buch von Rita Bernmann, mein Winterspaziergang, bekommen. Ich habe ja das Buch mit den 4 Jahreszeiten. Und letztes Jahr hatte ich auch das Buch Meine Reise durch Europa von ihr geschenkt bekommen. Und alles, was so winterähnlich ist, habe ich teilweise schon koloriert. Also dieses habe ich zum Beispiel schon und dieses auch zum Teil schon und dieses auch. Also ich habe wirklich ein paar in meinem Spaziergang durch die Jahreszeiten schon koloriert. Aber es sind auch sehr viele, die ich gar nicht kenne, die ich sehr schön finde. Und die, da freue ich mich total, die mal aus, ja, aus, ja, zu kolorieren. Hier, die kennt man zum Beispiel gar nicht. Also ich kenne die nicht und dieses kenne ich auch nicht. Von daher werde ich mich da super ausprobieren können. Der gefällt mir auch sehr gut. Und da freue ich mich total drauf. Also vielen, vielen lieben Dank, Elli. Ich habe mich super gefreut und ich werde auf jeden Fall noch daran gehen und Diamond Painting ausprobieren und im Malbuch was Schönes kolorieren. Vielleicht auch mit dir, wenn es deiner Hand wieder besser geht. Da würde ich mich sehr freuen.
Ich habe ja nicht so viele Stifte und ich wünsche mir ja so gerne, so sehr, irgendwann die Prismacolors zu haben. Ich habe ja eine Dose von 72 Stiften, habe aber die große Vermutung, dass ich nicht die echten habe. Also Paket, Stifte, alles sieht genau wie das Original aus, aber von der Textur sind die Stifte nicht so, wie ich das immer wieder höre. Angeblich sollen sie ja so weich sein und so, wie nennt man das? Nicht wachs, doch wachsig, genau. Und so wachsig sein und deutlich wachsiger als die Arteza. Und das kann ich bei meinen überhaupt nicht behaupten. Meine Arteza sind meine Lieblingsstiften, weil die gerade so schön weich sind. Und meine Prismacolors sind um deutlich härter. Also ich gehe davon aus, dass ich nicht die richtigen habe. Und irgendwie, bei Amazon gibt es ja Prismacolor ja wirklich so selten. Oder ich gucke immer, wenn es das die nicht gibt, wahrscheinlich. Und jetzt hatte ich gehört, dass es die ATX gibt, die sehr den Prismacolor sehr ähnlich sind. Und ich fand die Verpackung auch so schön. Und diejenigen, die das schon ausprobiert hatten, meinten, das ist wirklich sehr ähnlich und auch sehr, sehr schön. Und die haben auch wirklich Farben, die ich in meinen Artesas nicht habe. Und habe sie dann tatsächlich erst nicht gefunden und dachte, oh, schade, das wäre jetzt die Gelegenheit gewesen. Jetzt hätte ich wirklich Lust gehabt, mir ein paar Stifte zu besorgen. Die gab es dann erstmal nicht und ein paar Tage später gab es sie doch. Und dann habe ich gesagt, so, ich schlage jetzt sofort zu, bevor die wieder weg sind, weil die im Moment doch schnell weg sind, weil die so schnell, ja, doch so viele die ausprobieren wollen. Und ich habe sie jetzt endlich und ich freue mich total. Ich habe auch, wo ist das? Da schon mal ein bisschen die Farben mir nochmal hier schon. Hier sind sie. Und ja, das sind schöne Farben, auch wirklich Farben, die ich nicht habe. Also dieses Cloud Blue, Yellowish Grey finde ich toll. Dann gab es auch dieses Turquoise Grey, finde ich super. Und Dark Purple, das sind Farben, die ich zum Beispiel bei meinen Arteza nicht habe. Und das ist wirklich sehr, sehr weich. Also irgendwie aber trotzdem vom Malen. Also ich habe noch nicht so viel damit ausprobiert, aber was ich jetzt so angefangen habe, die sind schon ein bisschen kratziger. Also ein bisschen so kratzig wie Derwent Drawing habe ich das Gefühl. Aber so von der Textur her und auch von den Farben und von den Farben finde ich die ganz toll. Also ich bin ganz gespannt. Ich glaube, ich muss mich einfach erstmal dran gewöhnen, mit denen zu arbeiten. Aber ich freue mich total drauf. Also ich glaube, ich werde da ganz viele tolle Sachen mit kolorieren können und freue mich, dass ich neue Stifte habe und sie ausprobiere und neue Farben habe. Das ist ja das, was mich manchmal ein bisschen stört. Also ich nehme immer die Arteza, obwohl ich hier noch andere Stifte habe, aber es sind immer die Arteza, die ich habe. Die kenne ich in- und auswendig und manchmal fehlt es mir mal, neue Farben zu haben. So, und jetzt freue ich mich, dass ich da ein paar andere Farben habe. Deswegen die ATX mit Säulen 70 Farben. Dann habe ich keine Ahnung, wo ich das gesehen hatte. Irgendwo auf YouTube, auf irgendeinem Kanal. Ich glaube, das war sogar ein englischsprachiges, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Habe ich dieses Buch entdeckt und dachte, cool. Le Tarot de la Sorcière Moderne ist ein französisches Buch von Lisa Stoell. Lisa Stoell hat auch einen ganzen Tarot-Deckkarten herausgebracht und hatte ich immer wieder mal gesehen, aber sie mir nie besorgt. Und jetzt hatte ich das Buch gesehen. Und, ach ja, da ist das. Das sieht auch genauso aus, nur die gibt es auch auf Deutsch. Ich weiß noch nicht, wie es die moderne Hexe vielleicht oder irgendwie sowas heißt das. Also man sieht das auch in den Buchhandlungen und so immer wieder. An sich mag ich die Farben von den Karten nicht. So. Ich glaube, deswegen hatte ich mir das auch gar nicht besorgt. Und wie gesagt, ich bin ja nicht diejenige, die alles kauft. Ich überlege es mir immer sehr, sehr, sehr lange und ja, bevor ich mir überhaupt was kaufe. Aber als ich das gesehen hatte, fand ich diese Bilder toll. Also nicht die Tarotkarten an sich, sondern die Bilder, die noch zusätzlich drin sind. Die finde ich super. Die sind so ein bisschen so Comic-ähnlich und die haben es mir wirklich angetan, wo ich gedacht habe, ja, darauf hätte ich total Lust. Und natürlich geht es dann auch um die Tarotkarten, aber diese Art von, ja, diese Bilder gefallen mir, diese Illustrationen gefallen mir am allermeisten. Und dann ist es auch dazu da,
sich die Tarotkarten anzueignen und daraus zu lernen und zu verstehen, was die ganze Symbolik aus diesen Bildern so, woraus sie besteht. Dann steht immer eine Erklärung, was die ganzen Symbole sind, dann die Karte an sich, die man kolorieren kann. Und dann noch ein Mandala dazu und dann noch Fragen, damit man sich das wirklich gut aneignet und versteht, worum es um diese Karte geht. Und das ist im Laufe des Buches immer wieder. Die 22 ersten Karten sind ja so aufgeführt, dass man immer die Karte hat, die Erklärung der Symbole, eine Frage und ein Mandala. Also bei den 22 großen. Und dann danach kommen dann die anderen weiteren Karten, die dann nicht mehr so ausführlich beschrieben sind, sondern einfach nur die Karten. Wenn ich das finde, dann kann ich euch das kurz zeigen. Hier ist schon wieder so eine tolle Illustration. Genau, und dann die anderen Karten mit den Schwerter. Wie nennt man das? Auf Deutsch Schwerter. Stäbe, Kelche und Pentacles, jetzt habe ich das Wort auf Deutsch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Münzen, genau. ja, das ist dann immer nur die Karte an sich. Ja. Ja, wie gesagt, mir gefallen die Karten so eigentlich ganz gut. Ich glaube, wenn ich es in meinen Farben mache, wird es mir ganz gut gefallen. Aber wie gesagt, das sind die Illustrationen, die gefallen mir wirklich super. Und um sich nochmal die Tarotkarten wirklich anzueignen und so, glaube ich, ist das eine tolle Übung. Und ich werde das auch demnächst mit einer Abonnentin machen, dass wir das auch wirklich nicht nur kolorieren, sondern auch wirklich collagemäßig, journalingmäßig daran rangehen werden. Ich bin ganz gespannt, was wir draus machen werden. Genau. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwo bei irgendeinem Buch oder so eine Vorstellung haben wollt, ein Flipfu haben wollt, sagt Bescheid, dann mache ich das auch sehr gerne. Auf Amazon habe ich dann dieses Buch gefunden, Year of Witches von Yu Siku. Das ist ein kleines Buch, rechteckig von Amazon Print. Und das ist so süß. Ich musste es mitnehmen, weil das einfach so süß war. Und es war wirklich sehr günstig. Und die Bilder sind so süß. Also die Mädchen, das sind immer zwei kleine Hexen und man begleitet sie das ganze Jahr lang. Und das ist so schön, richtig süß. Da habe ich echt Lust rein, da zu kolorieren. Die sind wirklich zuckersüß. Gefällt mir total gut. Es gibt nämlich noch ein anderes Buch, das nur über Halloween ist, aber da ich nicht so der Halloween-Typ bin, fand ich dieses ganz schön, weil es wirklich im Laufe des Jahres dann ist. Und dann hat man alle Jahreszeiten immer in diesem Witchy-Style. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich freue mich total auf dieses Buch. Ja. Und dann auch bei Amazon gefunden, Aria Valle bei Chroma. Das ist auch ein Amazon-Printed. Es ist ganz, 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 ganz dünn. Das sind nur 14, 17 Seiten. Also wirklich ganz dünn. Und das habe ich mitgenommen, weil es mich total an Olivier Odorant erinnert. Olivier Odorant ist ja eine Koloristin, die auf YouTube teilweise ist, also schon lange keine Videos mehr hochgeladen hat, aber sie hat ja ein Patreon koloriert, wirklich hat total tolle Tutorials und hat vor ein paar Jahren hatte sie mal eine Illustration selbst gezeichnet und die dann per PDF dann geschenkt. Und ich hatte dann ihre PDF bekommen und das hat mich so dran erinnert, weil sie auch so kleine Häschen hatte und vom Style her ist das ihr sehr, sehr ähnlich, was sie gezeichnet hat. Und ich fand das so süß, dass ich dachte, das nehme ich jetzt auch mit. Und das hat nur 4 € gekostet. Das war wirklich günstig. Und dann habe ich gedacht, dann nehme ich es mit. Und theoretisch bei 14, 17 Seiten könnte man theoretisch das sogar in einem Jahr schaffen, das ganze Buch zu kolorieren. Also es ist schon sehr detailliert, aber warum nicht? Ich mag ja eigentlich sehr gerne detaillierte Malbücher. Dann habe ich auch die Bären sinnlos. A Million Bears von Lulu Mayo. Das habe ich mir besorgt, weil ich es total günstig gefunden hatte. Statt 9,99 habe ich es auch bei Medimops für 4 € gefunden. Und weil ich eine Abonnierte hatte, die da angefangen hatte zu kolorieren und mich da so inspiriert und auch Lust gegeben hat, da auch reinzugehen, habe ich es mir dann auch mitgenommen.
besorgt. Und ich freue mich total. Das ist dem Millions Love sehr, sehr ähnlich. Und The Millions Love ist ja eins meiner Lieblingsbücher. Und ich bin ja fast fertig damit. Es fehlen nur noch, ich glaube, 14 Seiten, 18 Seiten. Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall unter 20. Und das ist dem sehr ähnlich. Und ich glaube, ich werde unglaublich viel Spaß haben. Ich habe nämlich hier schon die erste Seite da. Also nicht die erste, aber eine der ersten Seiten koloriert. Und es hat so einen Spaß gemacht, dass ich auf jeden Fall jetzt im August auch wieder reingehen werde und dieses mit Patricia und Lily Coeur zusammen kolorieren werde. Und ja, ich freue mich total. Ich glaube, dass das Buch, da werde ich sehr einfach reingehen können. Das finde ich toll. Freut mich total. Und dann habe ich auch noch bei Action solche Stickerbooks gefunden. Super günstig, 99 Cent oder so. Die Stifte sind bestimmt total schlecht. Die werde ich auch verschenken. Aber die Sticker sind total süß. Und mit den Sticker habe ich auch schon Ideen, was ich damit machen werde. Ich mache ja daraus Lesezeichen, aber habe noch eine andere Idee, was ich damit machen möchte. Und die sind so süß. Und dann habe ich hier diese kleinen Meerschweinchen gesehen und da dachte ich, nee, jetzt kann ich aber wirklich nicht da vorbeigehen. Die muss ich mitnehmen. Die sind sehr zuckersüß. Die ersten zwei Seiten sind mit Foil und danach nicht mehr. Und ja, die finde ich toll. Und die kleinen Faultiere kann ich auf jeden Fall auch in meinem Funobonichi benutzen. Die benutze ich immer. Faultiere sind bei mir immer das Symbol für die Arbeit, wenn ich zur Arbeit gehe, weil ich ja nachts immer arbeite und von daher sind die Faultiere immer das Symbol, dass ich zur Arbeit fahre oder ja, fahre. Und das sind so viele von diesen kleinen Meerschweinchen. Die sind total süß. Ja, also ich glaube, das ist eins der Lieblinge von diesen vier Books, die ich da mitgenommen habe. Es gibt nämlich noch diesen mit dem Universum und den Planeten. Da ist der voll ganz anders. Das ist so Regenbogenfarben. Aber auch total süß. Ja, ich finde das zuckersüß. Und ich weiß schon, wo ich sie reinkleben werde und wie ich das. Und teilweise auch richtig große. Also super süß. Also ich bin da richtig glücklich, dass ich die gefunden habe. Und also bei Action kann man echt manchmal so richtige tolle Fundstücke finden. Ja, ich freue mich immer riesig. Ja, ich bin ja diejenige, die nicht so gerne so teure Sachen kauft. Ich bin eher diejenige, die gerne so günstige Sachen hier über den Dschungel. Dschungel mag ich ein bisschen weniger, weil mir da zu viele Affen drin sind. Es sind fast nur Affen dabei. Und ich hatte ja gehofft, dass da auch ein paar Faultiere sind oder ein Jaguar oder ein Krokodil oder irgendwie sowas. Aber das sind wirklich fast nur Affen, die auch total süß sind. Aber ich hatte ja gehofft, dass da ein paar andere Tiere noch dazu wären, aber sind leider nicht. Aber ist okay, alles gut. Die ist trotzdem süß. Und eins über Transportmittel, Autos, Flugzeuge, Motorräder, alles Mögliche an Transportmitteln, so stadtähnliches, sehr, sehr süß auch. Bagger, ja, Fahrräder und alles Mögliche, total süß. Ja, die gefallen mir total gut. Freue ich mich riesig drüber. Vielleicht nehme ich euch irgendwann mal mit und dann können wir irgendwas zusammen kolorieren und dann gucken, wohin die dann hinkommen. Dann auf Amazon habe ich noch ein Buch gefunden: Yoga Animals So Cute von Kima Parrish. Ich glaube, das war auch ein Zufall, dass ich es gefunden habe. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Oder ich hatte es ganz lange in meiner Wishlist. Nein, so lange auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es gefunden, habe es mitgenommen, wollte es haben. Besonders, dass ich dann in den Rezensionen gelesen hatte, dass das Papier so gut sein sollte. Und tatsächlich, das Papier ist wirklich super. Also es ist kein Amazon Printed, sondern ein Six Hand Spring Books. Könnt ihr das lesen? Ja. Also es ist gute Qualität, gutes Papier. Und es sind immer Tierchen, die Yoga-Stellungen machen. So ein bisschen Mandala-ähnlich und dann doch nicht. Und irgendwie fand ich das so süß, dass ich das mitnehmen wollte. Und ich dachte, vielleicht inspiriert mich das hier auch. Oh, oder vielleicht habe ich das von Coloring with Kay. Jetzt, wo ich das Bild hier mit dem Drachen sehe.
Das weiß ich, dass ich das bei Coloring with Kay gesehen hatte, dass sie das machen wollte. Ja, vielleicht habe ich das bei ihr gesehen, ich weiß es nicht mehr. Und ja, da ich so gerne regelmäßiger Yoga praktizieren würde, wollen würde und es nicht tue, dachte ich, vielleicht inspirieren mich diese kleinen Tierchen, es doch öfters zu machen. Ja, finde ich richtig süß und freue mich, wenn ich damit anfangen kann. Dann hat meine Mama mir ein wenig Geld geschenkt zum Geburtstag. Und dann habe ich mir endlich, endlich eine Federmappe besorgt. Endlich. Ich habe das, bis jetzt habe ich in all den Jahren, die ich koloriere, ich koloriere ja seit 2018, nie eine Federtasche sozusagen für meine Stifte besorgt. Und endlich habe ich es gemacht. Ich freue mich riesig drauf. Man kann ja drei Stifte immer da rein tun. Das ist ja für 166 Stifte, glaube ich. Und ich freue mich riesig. Ihr kennt das ja alle schon, ne? Aber ich habe das bis jetzt noch nie gehabt. Meine Stifte waren immer in den Dosen noch drin. Und die einzigen, die ich in einer Federtasche hatte oder Federmappe oder sind die Artesa in einem richtig alten von meiner Tochter. Die hatte sie selbst irgendwie kostümisiert, damit es schöner aussieht. Und jetzt sieht es auch nicht mehr schön aus. Ist schon total dreckig und die Stifte haben eigentlich gar nicht genug Platz da drin. Und ja, jetzt kann ich sie endlich in eine schöne, ja, es ist auch noch nicht mal richtig aufgeräumt. ja, und also. Die haben einfach gar nicht genug Platz da drin. Ich glaube, das ist eigentlich nur für 36 Stifte. Und ich versuche da immer um die 50, nee, nicht, um die 70 Stifte da reinzupassen. Das passt gar nicht richtig. Also ich freue mich, dass ich die endlich dann da reintun kann. Und ich denke mal, dass ich die ATX dann auch reintun werde. Und dann wäre das die Tasche, die ich dann wirklich dann mit zur Arbeit nehmen kann. Oder wenn ich unterwegs bin und wo ich dann auch wirklich regelmäßig reingehe. Also eigentlich wirklich für die Stifte, die ich jederzeit ständig benutze. Also Artesa, ATX und vielleicht auch die Derwent Drawings. Würde ich da rein tun. Ja, ich freue mich riesig. Endlich. Wird ja mal Zeit, ne? Und als allerletztes habe ich noch die Watercolors von Rattel gefunden. Die wollte ich mal ausprobieren. Das sind nämlich 48 Farben mit einer sehr, sehr schönen Dose. Und sehr, sehr schönen Farben. Habe die sogar schon ein bisschen ausprobiert. Ich zeige euch gleich die Farben. Da drin ist noch zusätzlich, also das war wirklich günstig, das hat nur 18,88 € oder so gekostet, waren noch drei kleine Pinsel und dann noch zwei Wassertankpinsel. So einen ganz einfachen, wie man die auch bei Action kennt, ne? So einen feinen. Und dann noch einen, den finde ich sehr interessant, weil den habe ich noch nie gehabt bis jetzt, mit einem breiten Pinsel. Ja, den finde ich cool. Da freue ich mich drauf. Und dann noch ein paar, also so Papier, so Aquarellpapier zum Ausprobieren oder zum Malen, zum Zeichnen. Die werde ich mir bestimmt zum Journaling benutzen, irgendwie so. Schätze ich mal, weil sonst hätte ich ja gar keinen Gebrauch für. Aber ich denke mal, fürs Journaling kann man immer sowas immer gut gebrauchen. Ach so, und dann noch, hier kann man natürlich die Farben reinschmalen. Aber das werde ich jetzt nicht tun. Ich habe es ja in meinem kleinen Notizbuch und ich zeige euch mal die Farben. Also sehr, sehr, sehr farbig, sehr, also tolle Farben. Die gefallen mir richtig gut. Also ich habe wirklich, also ob man viel Wasser nimmt oder wenig, da ist wirklich ganz viel Farbe, ganz viel Pigment. Gefällt mir richtig gut. Und dann hat man hier welche, die ein bisschen, das sieht man jetzt glaube ich nicht, die ein bisschen so metallisch glänzen. Aber jetzt werdet ihr es nicht sehen. Es sei denn, ich mache vielleicht das Licht an. Kann man es dann vielleicht sehen? Oh, Entschuldigung, ich bewege hier alles. Ja, doch, jetzt sieht man es. Das ist so leicht metallisch schimmernd. Genau. Ja, da freue ich mich sehr. Habe ich 48 schöne neue Farben. Und das zu meinem Haul. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Also ganz ehrlich, so viel habe ich mir seit
Jahren nicht mehr bekommen, besorgt. Wie gesagt, ihr werdet auf meinem Kanal sehr selten Holz haben, weil ich mir sehr selten was gönne, kaufe, schenke. Jetzt kam es irgendwie dazu, weil ich, wie gesagt, seit über einem Jahr wirklich gar nichts gekauft habe, so gut wie gar nichts. Wenn, dann war es vielleicht bei Action irgendwas, aber eigentlich hatte ich mir wirklich gar keine, nee, Malbücher habe ich mir gar keine besorgt, gar nichts. Und dann habe ich gedacht, jetzt hätte ich schon Lust und jetzt habe ich Geburtstag und das ist mein 40. und komm, du kannst dir ja was gönnen. Und dann, ja, habe ich ein bisschen, ja, mir ein bisschen was gegönnt und habe auch wirklich auch einiges geschenkt bekommen. Ja, also das ist auch von meiner Mama und die Stifte sind auch von meiner Mama und genau, die Federtasche und genau, ein, zwei Bücher waren auch von ihr, von dem Geld, das sie mir geschenkt hatte, von daher. Und da dachte ich, sonst mache ich mit dem Geld immer was anderes, meistens für die ganze Familie. Und diesmal habe ich gedacht, nee, diesmal darfst du es auch dir auch gerne selbst schenken und dir selbst was Gutes tun. Und deswegen habe ich dieses Mal, ja, es für mich ausgegeben. Ja, genau. Das war mein Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch vielleicht ein paar Ideen gegeben, gerade vielleicht von den Büchern her, was es da Neues gab. Oder auch vom Material her. Falls ihr irgendein Buch oder irgendetwas nochmal genauer sehen wollt und ihr das ganz gerne möchtet, dass ich euch das nochmal näher zeige und die Seiten nochmal zeige, ja, jede einzelne Seite zeige, dann sagt mir gerne Bescheid. Dann tue ich das sehr gerne. Und ansonsten, kommentiert sehr gerne, liked und abonniert, um ja meinen Kanal nochmal ein bisschen mehr wachsen zu lassen und mich ein bisschen zu motivieren auch. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald. Macht's gut. Tschüss.